So, nimmt auf. Ja, ich wollte hier einfach mal ein paar Gedanken festhalten. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich das jetzt überhaupt ins Internet hochlade. Doch, normal. Aber es ist wie immer gerade einfach für mich wichtig. Und ich nutze hier meine Gelegenheit, gerade einfach mal meine Gedanken mal zusammenzufassen. Auch für mich, weil in der letzten Zeit einfach extrem viel passiert in meiner Wahrnehmung, ohne dass ich irgendetwas tun müsste. Ich tue die ganze Zeit explizit nichts. Bei nichts, was ich mache, habe ich irgendwelche Hintergedanken, sondern konzentriere mich einfach auf die Frage, was von dem, was ich gerade machen kann, was von dem, was in meinem Inventar ist, kann ich nutzen, um bevor der Tod mich ereilt, noch irgendwie eine coole Zeit zu haben, weil da habe ich Bock drauf. Ich habe einfach, ich weiß nicht, ob das der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein. Offensichtlich nicht, sonst wären wir nicht so lange unglücklich gewesen. Ich sehe den Sinn des Lebens eher darin, das Leben zu erleben und seine Erfahrungen daraus zu holen. Aber ich habe halt einfach überhaupt gar keinen Bock mehr auf irgendwelchen Stress. Oh, weil ich merke, dass es mir einfach nicht gut tut. Ich habe mich immer unglücklicher mit Gefühlen. Fühlte sich einfach scheiße an. Es ist mir egal, ob das was jetzt der Sinn des Lebens ist, aber in dem Bestreben, mich möglichst wohl zu fühlen in meiner Haut, in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt, bedarf es einfach gewisser Dinge, die man dann beachten muss. Und das ist möglichst den Tag mit Dingen zu verbringen, ohne irgendwas zu tun, wirklich, ohne irgendein Ziel dabei zu verfolgen, das ist mit dem Tun gemeint. Und das Nicht-Tun, das ist nämlich das, was man beobachten kann, wenn man tatsächlich mal einfach nichts tut. Nicht mal sich hinsetzen, um sich nicht mehr zu bewegen, das ist damit nämlich gar nicht gemeint. Ich sitze ja nicht den ganzen Tag rum. Ich bin in höchstem Maße produktiv und merke, dass ich das inzwischen auf Leveln kann, wo ich noch nicht mal irgendwelches materielles Werkzeug für brauche. Mehr. Also, pff. Ich habe das immer schon in Perfektion gekonnt, wie jeder andere auch, aber es ist immer noch wieder Wahnsinn, um wie viel bewusster man sich doch immer noch werden kann. Deswegen finde ich dieses bescheuerte spirituelle Wettrennen, was da draußen so stattfindet, wo es vielen Leuten darum geht, weiter oder besser zu sein als andere. Wenn es schön macht, aber meins ist es nicht. Ich weiß, dass ich mich spirituell weiterentwickle, das tue ich seit Anbeginn meiner Zeit. Und das geht ganz von allein. Da brauche ich auch eben nichts für zu tun. Und so geschehen dann die ganze Zeit Dinge durch mich, die auch dann halt eben ausgelöst sind durch die Realität, die ich um mich herum schaffe. Sprich zum Beispiel, in was für einem Umfeld ich mich bewege und was man da unter Umständen noch immer wieder doch für interessante Leute kennenlernt, die dann halt einfach auch dann in deinem Leben sind und einen Teil des Weges mit dir gehen und dann halt auch wieder sich verabschieden und dann wieder zu dir stoßen und wie das so immer ist. Und in meiner Wahrnehmung geht es in den letzten Wochen extrem
Sehr extrem. Also spätestens seit ich wieder in den Schreibmodus gegangen bin und an dem On-Mind im Internet Buch geschrieben habe, wovon ja jetzt auch schon, keine Ahnung, 56 Seiten fertig sind oder so, wo ich jetzt aber auch schon bestimmt 10 Tage nicht mehr dran geschrieben habe, weil ich im Erleben dessen bin, was in dem Buch niedergeschrieben sein will. Irgendwann kommt dann wieder der Impuls und dann setze ich mich an den Rechner, habe das Dokument da und dann geht das weiter. Während ich nichts tue. Klar, mein Körper tippt dann da diesen Krempel da rein, weil das ist das, was in der Materie dann passiert. Aber ich brauche dafür nichts weiter zu tun. Gar nichts. Ich wüsste auch gar nicht, was ich tun soll. Das passiert alles von alleine. Die Gedanken, die da, die kommen ganz von alleine. Den brauche ich nirgendwo herholen. Ich muss mich nirgendwo hinbewegen dafür. Ich muss gar nichts. Nichts. Na, gar nada. Und wie das dann halt so ist, fällt mir dann halt eben ein anderes Buch in die Hände, das ich schon eigentlich seit ich die Serenity habe und auf der ersten Tour war, das von der Andrea mitbekommen habe. Danke, Schatz, das ist sehr, sehr wertvoll. Ich wusste, dass ich das auch genau zur richtigen Zeit lesen werde. Das ist Mysterio von Ella Kensington, a.k.a. Bodo Deletz. Danke, Bodo. Solltest du dieses Video jemals sehen, hier mal eine Lanze für dich gebrochen, Bro. Genial. Hammergeil. Mary war für mich schon so wahnsinnig inspirierend, dass ich selber gar nicht anders konnte, als das selber in einem Buch zu verarbeiten, was das alles nochmal ganz bewusst in mir ausgelöst hat. 2020 habe ich ein halbes Jahr geschrieben, nachdem ich Mary gelesen habe. Und da war ich voll im Mary-Modus, voll im weltweiten inneren Ella-Camp. Und danke für den Zugang zu Ella. Ich weiß, dass ich dabei weiter nicht der Einzige bin, der immer wieder Kontakt auch mit Ella hat. Dieses Portal zu diesem Wesen, das du da geschaffen hast. Genial, Alter. Ein Ding in der Materie. Wer es nicht kennt, lest euch bitte, bitte nach Möglichkeit alles von dem Bodo durch. Da ist kein einziges Wort umsonst gelesen. Und in diesem Buch speziell geht es halt eben um Realitätsgestaltung. Und das ist natürlich auch was, was mich halt auch schon seit vielen Jahren beschäftigt. Aber so wie er es hier verpackt, oder du, wenn du es schaust, geil, ne? So eine Eingebung muss man erstmal haben. Und dann auch, ne, ich weiß dann selber, wie das ist, wenn man ein Buch schreibt, wo man eine Linie hält, in irgendeiner Form, die dann auch so auszuführen, das Ganze dann aber auch so spannend zu halten und mitunter so zu Tränen rührend. Ich habe bei Mary geweint. Oh, das war so schön. Und bei Mysterio auch. Und es rührt mich immer noch, wenn ich dran denke. Weil es so schön ist. Weil es so wunderschön ist und so liebevoll. Und als ich vor 2 Tagen halt 7 Stunden im Knast gesessen habe und wusste, okay, jetzt holt mich eine Vergangenheit ein und gibt mir die Gelegenheit. Ich habe meine neue Herausforderung aufgebaut, die jetzt meine Prüfung ist, die es zu meistern gilt. So, und das bin ich mittlerweile ja sowas von gewohnt. Und ich weiß halt, dass ich hier mein Spiel spiele. Schon lange, aber es ist mir vorgestern im Knast nochmal übermäßig bewusst geworden. Ich habe dann meine Zeit genutzt, habe getan, was ich lieber drum gesessen. Was sollte ich auch sonst tun? Und ich gefühlt habe ich keine 10 Minuten im Knast gesessen. Ich habe dann halt auch Gelegenheit bekommen, zwischenzeitlich war ich dann mal mit einem anderen Typen in einer Zelle und der war sehr, sehr
erregt, negativ und die ganze Zeit so und trat gegen die Wand und beherrschte sich, blieb mir gegenüber freundlich. Aber da habe ich halt gemerkt, wie leicht es ist, sich sowas zu öffnen, ganz unbemerkt. Und wenn die Tür nun Spalt auf ist, dann puff, dann fliegt die auf. Und dann hast du auf einmal selber so eine Energie in dir. Und boom, und dann habe ich mein Ego einfach in dem Moment einmal kurz mal flitschen lassen, weil ich sehen wollte, was passiert, wenn ich das mache. Weil wenn ich das kontrolliert mache, ist ja, das weiß ich ja so. Ich, ne, mein Äffchen reagiert ja mittlerweile sofort und springt auf meine Schulter zurück. Danke an dieser Stelle an Marc-Uwe Kling. Was das Känguru ist bei mir zum Äffchen geworden. Ich habe das in einem Video irgendwann schon mal erzählt. Geil, hammergeile Nummer. Ja, und das redet dann auch so, das Känguru. Wenn ich mein Ego flitschen lasse, dann ist das so. Und ansonsten ist das immer so diese Ruhe. Und da hat mir mein Ego halt eben auch dann gezeigt, so, boah, wenn ich das zulassen würde, dass irgendwelche äußeren Umstände dafür sorgen, dass es mir so geht, das wäre, scheiße, wie kacke wäre mein Leben. Und da habe ich mich echt erinnert, wie beschissen es früher war, weil ich genau das nie getan habe. Also mich vor solchen Energien geschützt, ganz bewusst. Was heißt geschützt? Ich bin ihnen einfach aus dem Weg gegangen. Ne, mein größter Lehrer ist mein kleines Hündchen. Ja, der ist hinter jeder Hündin her. Sofort, aber so beim leisesten Anzeichen von Stress sackt er in sich zusammen, dreht sich um und geht. Und schnüffelt irgendwo wieder rum. Der Tito ist genial, ja, danke. Ja, richtig auch. Ja, wir sind halt auch so extrem verbunden, dass das, ich keine Ahnung, es gibt Zeiten, da ist der Tito über Wochen bis Monate nicht bei mir, weil der Tito halt, das ist nicht mein Hund. Das ist einfach einer meiner aller besten Freunde und Wegbegleiter. Und der ist einfach sehr viel bei mir, weil wir halt auch sehr gut miteinander parat kommen. Aber der ist immer freiwillig bei mir, könnte jederzeit gehen. Der ist, Leine kennen wir in der Regel normal nicht. Wenn wir jetzt nach Kanaratjada runtergehen, dann nehmen wir die Leine für die anderen, weil die nicht kapieren, dass der Tito sich sehr wohl völlig eigenständig bewegen kann. Und ja. Und weil es 750 Euro kostet, wenn dein Hund irgendwo hinkackt, ne? Aber deine Pferde kannst du durchs Dorf treiben und die hinterlassen ihre Pferde Äpfel und das ist egal. Aber Hunde, wenn die irgendwo hinkacken und du kriegst es nicht mit, kostet, und jemand anders kriegt es mit, kostet das 750 Euro hier. So viel dazu. Nimm halt lieber die Leine. Aber das ist genau das. Ich war zum Beispiel halt eben, war der Tito auch, als ich im Knast war und er im Auto gesessen hat, 8 Stunden, auch im Knast war, waren wir beide auch, wir waren beide gefangen. Wir waren beide in derselben, das ist, ne? Und wir waren verbunden. Ich konnte mit dem Tito reden. Ich konnte ihn ruhig halten, ich wusste ganz genau, wann er ins Auto gekackt hat. Ich habe es genau mitbekommen, weil ich ihn gefühlt habe. Und da war mir so bewusst, weil ich hatte wirklich, also ich habe nach dem Knast, als ich dann wieder in der Serenity war abends, mich um den Tito gekümmert hatte und dann irgendwann halt so vorm Schlafen gehen dann vielleicht noch so die letzten 20 Seiten gelesen habe, so, aber ansonsten das Buch so weit durch hatte, bis ich wirklich selber so an der Stelle war, wo die Organisation den Aaron quasi am Wickel hat und er dann da sitzt und sagt, gesagt bekommt, ey, bleib ruhig, alles in Ordnung. So, ne? Rachel beruhigt ihn und er lässt sich beruhigen. Und so habe ich mich dann auch beruhigen lassen von Rachel.
weil ich einfach in dem Moment Aaron gespielt habe und dann halt da saß und dann, okay, die können mir gar nichts, die, weil da draußen Menschen wie Rachel sind. Und die sind mit mir verbunden. Und jeder einzelne von euch, der das gerade sieht und einer weiß, dass er gemeint ist. Ja, es war sehr schön zu sehen, wie nicht alleine man in einer Einzelzelle sitzen kann. Überhaupt nicht alleine. Alles andere als alleine. Ich war die ganze Zeit mit so vielen von euch verbunden. Und konnte in der Liebe bleiben, konnte in einer positiven Schwingung bleiben, konnte da sitzen und grinsen und zu denen dabei zu gucken, wie die sich ihr eigenes Grab schaufeln. Weil ich weiß, dass das bedeutet. Wenn ich nämlich nicht in den Knast gehe, dann bedeutet das, dass man auf jeden Fall mindestens auf Mallorca demnächst völlig unbedenklich mit iranischen Nummernschildern rumfahren kann. Hm? Und ich weiß, dass die vielleicht gegen mich alleine eine Chance hätten. Aber ich bin nicht alleine. Wenn mir die letzten 13 Jahre Erfahrung was gezeigt haben, dass ich niemals alleine war. Niemals nicht. Und das ist mittlerweile so selbstverständlich für mich, dass ich das überhaupt gar nicht mehr in Frage stelle. Ich weiß, dass ich gerade diesen Weg für uns alle weitergehen kann, weil da ein für uns alle ist. Ich weiß, dass ich die nötige Rückendeckung habe und mich diesem Tanz, sie würden mir gerne einen Kampf aufdrücken. Und ich komme da leider nicht drum rum, also muss ich annehmen. Aber ich kämpfe nicht. Aber man kann tanzen. Capoeira ist eine sehr coole Mischung zwischen Kampf und Tanz. Aber Tai Chi nun mal eben auch. Und Tai Chi ist für mich halt eben wirklich gar keine Kampfkunst im herkömmlichen Sinn, sondern es ist explizit die Kunst, dem Kampf auszuweichen. Wenn man sich dann mal Tai-Chi-Meister anguckt, die das dann halt auch machen, dann kann man sehr deutlich sehen, was das in der Umsetzung bedeuten kann. Was man nicht sehen kann, ist, dass diese Tai-Chi-Meister meistens dann nur bei Trainingsstunden mit Schülern zu sehen sind, weil die in reale Situationen, wo man sie filmen könnte, überhaupt gar nicht mehr kommen. Weil das innere Tai-Chi, du bist dann dein Feind bist du selber. Und alles, was du in irgendeinen Feind da draußen reinprojizierst, bist du selber. Wenn du das einmal verstehst, dann macht das auch überhaupt gar keinen Sinn mehr, in irgendjemand anderem einen Gegner zu sehen. Das ist mein Spiegelbild. Der andere spiegelt mir, was ich sehe, was ich wahrgebe. Wenn ich sage, das ist ein Arschloch, dann werde ich den nicht anders wahrnehmen können. Und jemand anders steht daneben, sondern spinnst du, das ist einer meiner besten Freunde seit Jahren und da gibt es Gründe für. Das ist kein Arschloch. Bloß weil der irgendwas gesagt oder getan hat, was bei dir irgendein Knöpfchen gedrückt hat, wo es boom, geht gar nicht, blub, 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 da gehen alle Alarmglocken und da hat der Arschloch und verkackt und unten in die Arschlochschublade und wer da drin ist, der hat sowieso meistens... Der muss dann schon irgendein Wunder vollbringen, damit er da bereit ist, seine Meinung zu ändern. Nach der gängigen Umgangsform mit Schubladen denken. Oh, ich höre die Grillen. Hört ihr die Grillen auch? Habt ihr das gehört, wie die sich anhören, wenn man die langsamer abspielt? Und wie das Leben so spielt, ist es halt jetzt so, dass ich mit dieser, selbst für mich nochmal völlig neuen Wahrnehmungsform, weil so deutlich, so klar und deutlich, dass ich es in der jeweiligen Situation, die früher für mich ein Drama gewesen wäre, oh, jetzt halten die mich hier fest, bla,
Was erlauben die sich bloß? Das brauchte ich mir überhaupt nicht ein einziges Mal zu denken, so ein Quatsch. Die Herausforderung gerade wirklich ist, diese Einstellung, die ich gerade habe und wiedergebe, und genau deswegen mache ich das Video, damit ich meinen Reminder habe, in der nächsten Zeit konstant aufrecht zu erhalten, bei vollem Bewusstsein darüber, welches Spiel ich denn hier spiele, wenn ich sage, ich spiele mein Spiel. Und das kann ich am allergeilsten, indem ich es kommentiere, dokumentiere. Deswegen, dass meine Videos sind alle Let's Plays. Ich bin so dankbar, dass ich diesen Winter auf den Gronkh gestoßen bin. Ach, danke, Bruder. Tschüss mit F ist auf Defin, hätte ich nicht ohne dich, und ich hätte so wahnsinnig viel nicht ohne dich. So, und ich spiele seit Jahren mein Spiel. Und jedes meiner Videos ist ein Let's Play, in dem ich kommentiere, was ich spiele. Vor allen Dingen, damit ich das auf dem Schirm habe. Was ihr alle darunter verstanden oder gesehen oder habt oder seht oder werdet, das liegt wieder völlig an euch. Aber vielleicht ist das gerade auch so ein bisschen der Schlüssel zu vielen von meinen Videos, dass ihr sie ganz anders verstehen könnt. Nämlich, dass ich in dem Moment einfach nur wahrgegeben habe, diese Videos zu machen, hilft mir, mein Spiel zu definieren. Das sind für mich meine eigenen Spielregeln, die ich hier vorgebe. So wie ich gerade sage, so das und das und das ist jetzt und das passiert, da entsteht dieses theoretische Wissen draus. Und jetzt muss man das auf dem Schirm behalten, damit man möglichst schnell auch praktische Erfahrungen darin sammelt. Und wenn man da so 3 bis 5 hat, hat man sich normalerweise das neue Verhalten, neue Denkweise schon angewöhnt. Der Verstand ist unheimlich hartnäckig. Aber wenn er 3 Dinge gesehen hat, die ihm den Verstand rauben, ja, kuscht er, bleibt er still und ist umprogrammiert und ist, okay, so können wir viel besser denken, ist ja viel geiler. Dass er sich mit seiner alten Denkweise oder wir uns mit unserer alten Denkweise sehr im Weg stehen, wenn wir halt eben nicht gewillt sind, Dinge, die wir bisher für unmöglich hielten, den Raum zu geben, möglich zu sein. Das heißt, etwas glauben zu können. Und wenn ich aus dem ganzen Pool, den ich glauben kann, von den größten Katastrophen bis hin zu den größten Ekstasen, mir die Dinge aussuchen kann, die wie ein Lego-Set dann als Modul zusammen das ergeben, was ich als Realität gebe. Das sind alles Filter. Alles Filter, jedes einzelne Lego-Steinchen ist ein Filter, der mich das, was ich mir in der Folge vor die Nase hole. Und ganz im Ernst, wenn man 10 Monate mit terranischen Nummernschildern überhaupt irgendwo rumfährt, nimmt man in Kauf, dass irgendwann die Obszönitäten, welche Autoritäten, das ist mir auch noch nie passiert, freudscher Versprecher, dass sie dann irgendwann Probleme haben und man mit denen konfrontiert ist. Ne? Es war nie als Provokation, es war eher so, ja, ihr wollt, dass man registriert ist, aber machen wir, aber wir machen das gerne so, wie wir das wollen. Und haben dafür Terranier geschaffen. Wodurch mich jeder finden kann, der mich finden will, und nicht nur die. Aber das ist das, was denen nicht gefällt. Das Zugläsern. So, wir sollen für die gläsern sein, aber nicht für uns. Und wenn wir uns aber gläserner machen, als das für die gut ist, dann ist das nicht nur für die schlecht, sondern für uns gut, weil wir auf einmal offenen Zugang zueinander haben und auf einmal zu uns selber stehen können. Und dann spielen die gar keine Rolle mehr. Die werden früher oder später auch wieder welche von uns, weil die dann auch kapieren, ah, okay, das gehört alles zu dem Spiel, was wir halt über die ganzen Jahre gespielt haben. Jahrzehnte, Jahrtausende, was auch immer. Das sind alles imaginäre Zeiträume, es ist alles im Hier und Jetzt. Das sieht man auch überdeutlich, wenn man im Hier und Jetzt ist. Und irgendwann kommt man da gar nicht mehr raus. Dann weiß man, man ist hier und jetzt und ich komme da nicht mehr raus. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, ich lebe nicht in der Zukunft. Ich habe keine Ahnung, ich muss Pläne machen, kann ich jetzt nicht. Ich kann einfach nur vor allen Dingen mich
davon versichern und aus Sicherheitsgründen davon ausgehen, dass ich in der Lage bin, diese Situation auf meine Art und Weise zu meistern, sodass egal was passiert, ich auf jeden Fall grinsend da durchgehe und auch grinsend rauskomme. Und mit grinsend meine ich, ohne dass es mir halt eben unwohl ging zwischendurch, ohne dass ich leiden musste, sondern dass ich, egal was geschieht, egal in welcher Realität ich mich da gerade befinde, aber eben an meiner Konstante festhalte, das ist aber meine Realität und die sieht so aus, wie ich die forme. Wenn ich sage, das ist schlimm, dann ist das schlimm. Wenn ich das nicht tue, ist es das nicht. Wenn ich also einfach aufhöre, irgendwas als schlimm zu bezeichnen, kommt früher oder später die Erkenntnis und die klare Sicht, dass in meinem Leben logischerweise überhaupt gar nichts Schlimmes mehr passieren kann. Und das bringt einen unheimlichen Haufen Gelassenheit und Ruhe und Selbstvertrauen. Und wenn man dann merkt, so, ey, je mehr ich mich zurücklehne innerlich, desto mehr bin ich im Flow, desto mehr geschieht durch meine Hände an schönen Dingen, die mir wirklich, weil ich sie mache, weil ich sie will und schön finden kann. Wer hat heute da im Facebook gepostet? Ich kann mich nicht erinnern, wer es war. Ich fand einfach geil. Lien war es. Süße Lien. Steuererklärung, ne? Tun, was man liebt, während man eine Steuererklärung macht. Das ist natürlich eine Herausforderung. Tu, was du liebst. Liebe, was du tust. Im Umkehrschluss. Kann man, ne, diese Sachen, die man machen muss, und du hast das Beste getan, was du machen konntest, du hast Eckhart Tolle dabei gehört, dass dich dabei von dem Ding so, hast das zu etwas werden lassen, in dem du gerade nicht voll drin gesteckt hast. War schon das Beste, was du machen konntest. Hast deine Herausforderung eigentlich gemeistert. Und ja, ich finde außerdem sehr toll, dass sich ausgerechnet zu der Zeit ganz bestimmte Leute bei mir melden und ich in Gruppen eingeladen werde für freien Austausch, wo die Leute auf einmal gerade wirklich offengeistig sind und liebevoll miteinander umgehen und Austausch stattfindet. Und das erinnert mich natürlich wieder sofort an Mysterio und das Volk von Mysterio. Und ich habe überhaupt gar kein Problem, mich mit diesen Sachen auch zu identifizieren, indem ich innerhalb der Spiele, die ich die spiele, so, ne? Und seit ich Mysterio gelesen habe, ist absolut klar, dass ich auch einer vom Volk von Mysterio bin. So, wir haben die 20.000 längst geknackt. Das war ja im Prinzip nur der 1.100. Affe-Effekt, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem dann alles ausging und es sich alles verbreitet. Und wenn ich Ella was zurückgeben kann, sage ich, ey, also bis hier ist schon mal gekommen. Bodo, danke, echt. Puh, ne? Ich kenne auch Leute, die über dich fluchen und ich denke mir immer, ja, erzählt mir was von euch und nicht von anderen. Und man kann über alle sagen, was man will, aber das ist immer nur ein Bild von irgendjemandem. Was für mich viel interessanter ist, ist, was für ein Output die Leute haben, was sie hervorbringen. Und was du hervorbringst, das ist sowas wie Diamant. Geil. Christian, du lieferst einen Rohdiamanten in der Verpackung und wenn man das Buch durchgelesen hat, dann weiß man, wie man den schleifen muss. Geil. Mary war genauso. Das hat mich von den Socken gehauen. Das war einfach richtig schön. Das hat richtig gut getan. Ja, jeder, der das nicht kennt, ist eingeladen, es zu lesen. So, ich merke, dass gerade so langsam hier Zeit auf den roten Button zu drücken ist und entschuldigt bitte übrigens, dass ich so aussehe. Es ist unheimlich warm, meine Haare werden gerade irgendwie überhaupt gar nicht so richtig trocken, aber es ist mir so scheißegal. Ich muss nicht gut aussehen. Ich sehe gut aus. Das ist der Knackpunkt, egal wie ich aussehe. Manchmal sehe ich auch so richtig scheiße gut aus. Ja, ihr könnt jetzt mal drüber nachdenken, weil bei euch ist es nicht anders. Ihr seht das nur nicht so. Und wenn ihr euch schminkt, dann seht ihr das nicht so. Ihr braucht euch nicht schminken. Ihr seid schön, ihr seht das nur nie so.
Ja, weil man euch gesagt hat, ihr seid's nicht und ihr habt's geglaubt, so bescheuert war das. Und ja, ja, das müsst ihr ja nicht weiter, ne? Ja, aha, aha, aha. Ja, ja, da fallen, ja, 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 fallen die Groschen, ne? Auch. Bis bald. Tschüss mit F.